Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Und wartet mal ganz kurz, ich wollte gerade mal die Stoppuhr starten. Hallo, danke. Reset und Start. La 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 la. Der Timer natürlich. Warum leckt der hier gerade? Das verstehe ich nicht. Bla 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 bla. Oh mein Gott. Ja, Leute, irgendwie leckt der hier gerade total. Was soll denn das? Und das kann ich jetzt eigentlich gerade nicht gutheißen hier. Ich wollte ja eigentlich gerade was sagen, aber irgendwie darf ich ja anscheinend nicht. Hallo. Was soll denn das? Spiel! Die Morras haben keine Ehre? Ach so, okay. Ja, irgendwie blöd gerade, ne? Naja, wenn es denn mal jetzt so bleibt, dann ist ja gut. Naja, Leute, auf jeden Fall sind wir wieder hier zurück bei Gothic 3. Ich habe gerade meine Mikrofonpegel ein bisschen runtergepegelt. Denn ich wollte einfach ganz kurz mal ein wenig dran rumspielen an den Einstellungen, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so übersteuere. Und das dann halt später in Camtasia hochpegeln, Lautstärkeausgleich durchführen. Und Leute, ja, tatsächlich habe ich mich doch mal dazu entschieden, ein vernünftiges Mikro, und zwar das Blue Microphones GT Pro zu holen, mit Popschutz vor. Komm schon, Hilfe, Chemie, warum holst du dir so ein teures Mikrofon? Wenn du das sowieso nur für deine Let's Plays, die kein Mensch guckt, benutzt. Was willst du hören? Das war böse jetzt von euch. Oh, das war böse. Nein, da ein Bekannter von mir das ebenfalls benutzen wird, der Podcasts macht bzw. bloggt, der mich wahrscheinlich auch bloggt, weil die Videos so schlecht sind, der benutzt das auch, deshalb wird das schon gehen mit dem Preis, den haben wir uns dann halt geteilt. Ja Leute, wir wollten jetzt mal schauen, die sind alle ein bisschen böse auf uns, aber irgendwie können wir ja hier den Sklaven nicht mitnehmen. Geh jetzt besser. Geh jetzt besser, aber ich in Ruhe. Doch. Ja, ja. Mach hier keinen Ärger. Hast du nichts zu tun? Ich würde ja gerne weiterkämpfen, aber hier ist hier keiner zu kämpfen. Mach hier keinen Ärger, klar. Ja, okay. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Stör mich nicht. Mach hier keinen Ärger. Wenn ihr glaubst. Lass mich in Ruhe. So ein Lehrer. Kannst du mir was beibringen? So ein Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge zeigen. Wer kann uns. Aber das musst du dir erst noch verdienen. Besiege mich im Kampf. Ich würde das gar nicht mehr. Kämpfe mit mir in der Arena. Ich dachte, den hatten wir schon, der anscheinend kämpfe nicht. Kämpfe mit mir in der Arena. Okay. Ja, na klar, ich meine müden Knochen, ihr glaubst du wohl selber nicht. Alter Lümmel. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Das hätte ich weiß. Ich hoffe, dass er jetzt vielleicht mal besser ist mit ihm nicht so übersteuern. Das wäre sehr schön. Ich würde feiern, heimlich leise. Genau, jetzt leckt er natürlich. Oh, das war ja schwer. Rufe Montera schon 36. Wir kriegen auch immer echt plus 7. Oh, ein bisschen Gold, Leute, schon super. So, dann gehen wir mal wieder raus hier, warten mal ein bisschen, bis er seine müden, gebrochenen Knochen wieder erhebt. Mit Krücke. Was wollte er denn gerade machen? Auf dem Papsttum? Oh, Ora et Labora. Oh, Waschmaschine, Bedinus, Dactylus. Hallo, Ugo. Ist der Kopf noch dran? Sieht nicht so aus mit deiner Glatze. Jahre habe ich weggeschworen. Ist der Kopf noch dran? Oh, du hast einen merkwürdigen Kampf. Was war das für ein Geräusch? Tja, immerhin hast du mich damit besiegt. Doch. Egal, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ein Dieb so alles kann. Ach, das will ich gar nicht wissen. Okay, doch. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Ich würde das gar nicht da. Dazu bist du noch nicht bereit. Mann. Nur. Ja, okay. Mhm. Jetzt vielleicht? Dazu bist du. Nein. Noch einmal. Gut. So, jetzt bring mir bei, hier schwere Schlösser zu knacken. Das ist wirklich wichtig für uns. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Ja. Verstehe, du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Halt. Ah, bla 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 bla. Oh, wir haben echt schwere Schlösser knacken gelernt. Taschendiebstahl? Nein, das lass ich mal. Rausreden. Oh mein Gott, was wir alles lernen können, Leute. Das Let's Play wird bestimmt 10 Milliarden Folgen lang gehen. Bis ich 88 bin. Ich bin ja jetzt schon 59, ist ja logisch. Okay.
Okay, können wir jetzt vielleicht mit dem hier reden? Ja, mach die bereit. Mach mal neue Bereitungen auf dein Auto, wollte ich gerade sagen. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibst du nur noch uns drei. Das hört irgendwie falsch an. Mach dich bereit, großer Champion. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Du willst mich tatsächlich herausfordern? Nee, ich tu nur so. Ja, dann komm doch. Ich dachte, der bleibt jetzt ernsthaft stehen. Hä? Hallo? Ich glaube, die haben immer irgendwie bei irgendwas mit der Augen. Oh, oh. Vielleicht haben wir uns jetzt auch irgendwas eingelassen hier. Komm her! Was wir nicht hätten tun sollen. Er ist doch gleich tot. Er tut nicht. Oh, das war aber schwer. Warte ab. Na, was hast du denn ohne Heiltrank? Das ist schön. Die Bartachs, wie ich mal ganz gucken. Ach, da haben wir 1000 Stück von. 3 Stück. Oh, 6000 dafür. 8000, doch, um die 9000 dafür. Boah, Leute, wir haben schon. Tut das weh? Ja, das tut auch weh, glaube ich dir. Na? Wer ist jetzt der Champion? Wer ist jetzt der Champion? Du Dreckskerl, hast mir alle Knochen gebrochen. War hör auf zu weinen, ich will mein Gold. Ja, ja. Hier ist 1000 Gold bis wir kriegen. Du hast da noch was vergessen. Ja. Und die 500 Goldmünzen von mir dazu. Jetzt zufrieden? Ja, ihr Schuhe geputzt bekommen würde ich auch gerne. Hallo, du warst Sklave. Geh jetzt besser. Ben hat gesagt. Lass mich jetzt nach hier keinen Ärger, ja, klar. Gut. Hast du nichts zu tun? Warum sind nicht alle so stinkig auf mich? Och Mann. Es war nur, weil ich gestern da das Messer klauen wollte. Hallo, gut. Lass mich in Ruhe. Ja, ist ja gut. Chill mal deine Basis. Hallo. Mach hier keinen Ärger. Hallo. Nützlich. Darf ich ja nicht anscheinend. Du willst doch nicht ein. Lässt mich in die Burg. Nein. Wir wissen. 29 Punkte fehlen mir noch. Naja. Ich hab jetzt mit mehr gerechnet. Bisher diese Arena-Kämpfe, die wir, glaube ich, fast in jeder Stadt bestreiten können. Ja, ich sollte mal meinen Satz ausreden. Der wäre irgendwie besser. Fertig. Nein, ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Die sind ja ganz toll, die wir da bestreiten können. Nein, was wollte ich denn sagen? Ach, ich hab's vergessen. Das ist irgendwas Unwichtiges. Na, warum sind die alle verlassen hier? Bevor ich die Truhe durchsuche, speichere ich. Ach so, ja, wie gesagt, das wird dann heute auch oben Waffenbündel. Das letzte Mal oder vorletzte Mal sein, wenn ich dieses Mikro aufnehme. Ich bezweifle, dass ich heute noch Mafia 2 aufnehme. Ich kann es noch nicht sagen. Weil dieser Party bestimmt sowieso erst gegen 23 Uhr, was weiß ich was. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich? Vergessen wir die Sache. Nein, du dreckiger Dieb! Hab ich jetzt echt. Ist er behindert? Hallo, sag mal. Du hast ja wohl andere Probleme hier, oder was? Ich will mal 500 Gold wieder haben. Ich könnte auch laden jetzt, ne? Nein! Ich möchte mein Geld wieder haben. Ich kann hier mal erstechen. Nein! Erstechen! Nein! Da hat ja keiner mitgekommen. Gleich, oh, du wirst ja als Mörder gesucht. Bestimmt. Halt! Du wirst. Ich. Das ist. Irgendwie. Ich nehme an, da. Na, du dreckiger Dieb! Sag mal. Oh, da liegt ja eine Leiche, das war ich aber nicht. Ach komm, laden wir nochmal, das macht doch keinen Sinn hier jetzt. Ich meine, so können wir natürlich leicht alle hier umbringen in der ganzen Stadt, aber irgendwie nicht gerade so, das war die Folte, ne? Weil wir können ja auch einfach Frontalangriff drauf machen und irgendwie wird schon klappen, aber wir wollen ja auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Wisst ihr, zum Beispiel da ist ein Fleck. Da, genau da, seht ihr? Genau da. Der ist der. Das kann ich nicht glauben. Alter, das kann ich nicht glauben. Wenn ich jetzt runtergehe, werde ich dann auch als Dieb gesucht. Hallo? Kümmer dich besser um deinen Kram. Ach, dann ist er. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Vielleicht geht's ja, wenn ich.
Ich will ja auch gar nicht an die Kiste, da ist sowieso nur Kack drin, aber die Waffenbündel, die würde ich gerne haben. Weil wir die bestimmt nochmal brauchen werden. Das war ja nicht nur die eine Mission damals. Sonst würden hier nicht noch überall Waffenbündel rumliegen. Ich glaube, die können wir irgendwo abgeben und dafür kriegen wir dann Geld. Besonders, die geben Geld für ihre eigenen Waffenbündel, die sie hier irgendwo in so einem Gammelhaus verloren haben. Na? Halt! Ach, hör auf! Ach, hör auf! Ich, du dreckiger Dieb! Am besten du hältst. Ach, was willst du eigentlich? Ja, komm, ich bring dich um. Nein, ach, Leute. Wisst ihr, was wir vielleicht nochmal kurz lernen? Rausreden. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ah, wir kommen in diesem Part momentan auch immer so weit, ne? Das ist ja unglaublich. Lala. Blatulu. Jetzt bin ich bestimmt zu leise in diesem Part. So, bevor ich jetzt irgendwas mache hier. Guten Morgen, Herr Elite-Söldner oder was auch immer Sie sind. Sprinten wir mal da hin und lernen nochmal rausreden. Komm. Was juckt uns die 1000 Gold? Wir haben immerhin ein paar davon. So drei. Also, wer war denn das? Das war hier Hugo. Oder Hugo, ich weiß, Mann, ich weiß. Das war doch er. Nee er. Ja, er sieht genauso aus wie Hugo. Das gibt doch ist das Hugo? Oh, Hugo. Oh, du hast... Ja. Das hat bis. Nö, ich bin ja auch gut. Bring mir was über das Diebeshandwerk. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Stich bekommen, ne? Ah, Sonnenbrand, das juckt voll. Kann ich mich rausreden? Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache. Falls wichtig ist, dass du. Also sprich mit fest. Dann behaupt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das reicht, wenn man so spricht. Und dabei total so. Ich habe ihn aber nicht umgebracht. Dann klappt das aber ganz sicher. Weil. Er hat uns das garantiert, wisst ihr, wir haben eine 20 Jahre Garantie drauf. Wenn da mal ein Steinschlag drin ist in unserem Versprechen, dann wird es sofort gewechselt vom Karglas. War das hier? Ja, das war hier. So, probieren wir einfach mal. Du solltest meinen Rat annehmen. Wisst ihr? Ich meine YOLO und sowas, ne? Ja, okay, Waffenbündel zu klauen, das ist ja auch ein schweres Delikt. Ein schwerer Delikt. Wie heißt denn das? Schweres Delikt? Schwerer Delikt. Schweres Delikt, ne? Heißt es. Ach, egal. Guck mal, da ist eine Bank. Wo ich mal gesagt habe. Na, du? Halt! Du wirst... Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht. Ich glaube, die... Du dreckiger Dieb! Was? Verstehe ich nicht. Habe ich gespeichert gerade? Ach, wahrscheinlich müssen wir uns rausreden, aber zufällig noch 500 Gold bezahlen oder so. Das ist ja Mäusekakar. Hallo. Mach dir keinen Ärger, klar. Nee. Ich klaue jetzt erstmal nur eine Sache. Nein, ich klaue alles. Aber die Truhe noch nicht, weil die ist sowieso unwichtig eigentlich. Oder doch, ich glaube die Truhe auch. Und die ganze Truhe nehme ich mit. La 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 la. Und wie die Sabrina Serendipity oder wie die heißt, ich hab's vergessen. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, halt. Die hat schon Motor. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ja, wie die mal gesagt hat, ich sollte wirklich mal eine Sängerin. Ja, vergiss mir die Sache. Abgestrichen, kennen. Ich glaub, du dreckiger Ja, dann glaub mir doch mal, du Kack. Ich bring euch alle um. Ich bring euch alle um. Tralalalala. Ihr werdet alle draufgehen. Besonders du Bas hier. Komm hier, du dumme Assassine und du Orksöldner. Ach Quatsch, das ist doch so spaßig. Ja Leute, jetzt haben wir so in etwa geschätzte 1000 Gold dafür ausgegeben, damit wir jetzt angeblich bestechen können, was aber eben nicht funktioniert.
Er hat hier irgendwas mit Stadtwaffen. Was denn mit Stadtwaffen gelabert? Wahrscheinlich funktioniert es wirklich nur bei denen. Naja, ist ja egal. Ich erledige das selbst. Hallo Marik. Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Ja, ja. Alle Achtung. Da kannst du stolz drauf sein. Bin ich auch. Ich hab mich schon eingepinkelt. Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Ja. Na, die Torwache. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man die. Eins ziemlich, wegen der Söldner. Wegen. Der Gladiator scheint loyal zu sein. Scheint loyal zu sein. Ja, Bruce ist ein guter Mann. Wer war das überhaupt mit den Sklaven? Ein Assassine, ne? Genau, der da war, glaube ich. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Ich habe ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sold. Hab ich ein Geld dafür? Achso, Fedor hält dich für einen Schwächling. Fedor hält dich für einen Schwächling. Er sagt, er... Alles klar. Wird bald wieder Zeit, dass ich den Jungs in der Arena... 200 Gold. Oh. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, mach mal. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich denke darüber nach. Dann wir einmal noch stärker, haben jetzt 190. Auf, noch 15 Lernpunkte, die bald mal das machen. Hallo? Nicht schlagen, Herr. Ach, was machst du hier? Ich dachte, ich mache mal eine Pause. Die wird sowieso. Aber ich denke, ich gehe jetzt besser. Ach was, warum denn? Geh jetzt besser. Ach, das hat natürlich eine ganz andere Stimme. Ach so, bei ihm hier, genau. Bei ihm sitzt hier ein Sklave rum. Darf ich hier rein? Ja, anscheinend schon. Na, wenn du bei mir Waffen kaufen oder das Schmieden lernen willst, musst du dafür zahlen, Mora. Ja. Bringen wir was mit. Hier hast du Gold. Handelst du jetzt mit mir? Das ist ja schwachsinnig, aber egal. Hier hast du Gold. Handel. Sag mir was. Zeig mir deine Ware. Zeig. Oh. Das kriegst du nicht, Mora. Du bist in Ordnung, Mora. Das kriegst du nicht, Mora. Du bist in Ordnung, Mora. Aber wir würden sogar die leichte Dings kriegen. Warum das denn? Verstehe ich nicht. Naja. Und die können wegkommen, die können wegkommen, die können wegkommen. Ah, die können auch, glaube ich, alle weg. Genau. 19.000. Er hat nur 15.000, scheiße. Aber da muss ich jetzt was kaufen, zwanghaft, ne? 75 Schaden. Ja. Machen wir es wohl so mal, ne? Warum haben wir da so viele von? Ja, weil die also. So, komm, die kannst du alle haben. Oh, Leute, schaut euch das mal an hier. Die Morras haben keine Ehre. Das ist es. Ja, wie oft willst du es noch sagen, dass die Morras keine Ehre haben? Als ob wir nicht schon genug Morras hätten. Oha, wie die reden, ey. Ist ja schlimm. Das will ich nicht weiter dulden. Hallo. Hatte der echt nur noch wenig Gold? Ja, schlimm. Sag mal, schämst du dich nicht? Ah, mach mal so. Hast du jetzt wieder mehr Gold? Zeig. Sag mal, geht ja nicht. Hm, Moment. Langstreckig. 70. Das ist es. 80. Ja, gut, dann verkaufen wir das wohl mal wieder, ne? Warum auch immer wir das nicht angelegt haben. Nee, warte mal, verkaufen wir nicht. Und zwar verkaufen wir das. Das geht ja, ne? Genau. Dann sollte das gehen. 31.000, boah. Ja, kann ich mal mit deinem Sklaven hier irgendwie so, ne?
Irgendwie was bringen wir Schmied bei. Doch nicht so, tut mir leid. Du arbeitest jetzt wieder für Sobota. Warum? Du arbeitest auch gut. Ich. Gut. Hä? Hey, bleib. Was fällt dir ein? Ich bezahle dir den Burschen. Noch was bezahlen? Ja, gib mir 1000 Gold mit. Ein ehrenvoller Kampf wäre. Nein, ich werde dich töten! Nein, nimm nur die Waffe! Sag mal! Ja, klar, habe ich dir das gezeigt. Dein Gold nehme ich mal mit. Sag mal, bist du. Ach, Alter, ist der dumm oder was? Sag mal, soll ich dir hier mal deine drei Rüben total zerbrechen oder was? Aber klau dir einfach meine selbstverdiente Leiche hier. Das sag ich mit meinem Geld und meinem Schweiß und meinen Zwiebelsuppen. Ja, bezahlt. Ja, hallo, steh auf, oder der Tod. Meine Knochen. Oh ja, tut mir leid. Oh. Ja, Sobota, Popota, Sanford. Die Sanford, ist das nicht. Sind das nicht irgendwelche Sanitäranlagen? Sanford, Sanitäranlagen? Was ist denn da überhaupt? Ach, da waren wir. Laber wieder Mist. Aber da war das nicht. Sag mal, wo war denn das? Hier kam aber auch gar nicht rein. Bin total falsch hier. Von der Seite. Nee, gar nicht. Hä? Hier kam von hier hinten. Da war ich hochgelaufen, oder? Oh, jetzt weiß ich so nicht mehr. Ist hier oben Sobota? Hallo Sobota! Marek ist nicht gerade dein Freund. Torek-Sklave arbeitet wieder für dich. Torek-Sklave arbeitet wieder für dich. Sehr gut, Fremde. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Natürlich. Deinen Lohn erhält. Oh! Gut. Du hast einen Mann in den Kampf gehabt. Naja, Marek hat mir einen Sklaven einfach unterm Hintern weggepfändet. Und. Ich wusste, es gibt einen Haken. Der Kerl, dem mein Sklave nun gehört, heißt Dan. Verstehe. Marek ist nicht gerade dein Freund. Ach, vielleicht kriegen wir den wieder. Kann man nicht behaupten. Aber bei der Übermacht der Söldner in dieser Stadt arrangiert man sich besser oder man ist tot. Ja, das ist auch ganz schön, tot zu sein. Warum nicht? Hallo, Torek, Sklave. Warum auch der immer noch Torek, Sklave heißt, heißt bestimmt von Anfang an so. Denn, ich finde mich hier nicht zurecht. Der müsste da hinten sein. Mal speichern. Ich hoffe jetzt auch, dass das jetzt wieder alles im Lot ist. Ich dachte schon gestern, wir haben hier was kaputt gemacht. In diesem Rummetzeln hier. Aber anscheinend. Dann können wir den Sklaven jetzt mitnehmen. Der zweite ist, aber ich hoffe. Einige Probleme erledigen sich. Denn? Gut ist. Hallo, Denn Sklave. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, super. Du arbeitest jetzt wieder für Sobota. Du arbeitest. Du das. Bring dich weg. Ah, gut. So. Warum auch immer wir denen hier mitten in der Stadt einen Heiltrank geben sollten. Vielleicht, wenn er stolpert, die der Knie aufhaue, dann trinkt er und dann regeneriert sich die Haut wieder in einer Sekunde ohne Misthaufen. Weil ich bestimmt der für ihn vorgesehene Heiltrank. Bla bla bla. Das wird jetzt zu unserem eigenen Gothic Insider. Bist du das? Hopp. Wie die auch immer so komisch gehen, ne? Die laufen und halten immer Blickkontakt zu uns. Oh, Sobota, hier, dein Sklave. Der Sklave des Gladiators Dan ist wieder dein Eigentum. Der Sklave des Gladiators Dan ist wieder dein Eigentum. Du bist gut. Hab nicht einen Moment daran gezweifelt. Naja, hier dein Lohn. Boah, 2000 Gold nur, weil wir die dummen Sklaven. Wir kriegen beide noch Ärger. Ich kann nicht mehr. Warum denn Ärger? Ich habe. Hä? 33.000 und wir haben immer noch Sachen zu verkaufen, nur weil er kein Geld mehr hat, da der Olle. Der Olle Hanswurst. Wo war denn Sanford? Hallo Sanford. Gehört, du bist der neue Arena-Champion in Montana. Ja, ich bin gut, ne? Gratulation, das ist schon was. Ja. Eine neue Lieferung? Leg sie zu dem anderen. Was? Hä?
Was hältst du von deinem Anführer Marek? Was hältst du von deinem Anführer Marek? Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Er steckt bis zum Hals im Arsch von Varek, dem Anführer der Orks. Seine Führungsqualitäten lassen zu wünschen übrig. Jeder kocht hier seine eigene. Ich mag Marek nicht besonders. Vielleicht kann der uns ja helfen hier. Du bist hier der Lagermeister? Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Warum? Du stehst da rum. Schlecken ist das nicht, das sage ich dir. Glaube ich. Wenn alles läuft, interessiert das keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Fehlt dir noch was? Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke von... Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr... Ja, glaube ich, schlimm, ne? Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milch... Ach was. Tja... Am besten, du hältst dich da raus. So, ich denke, das war... Ach, dann... Okay, verkaufen wir auch deine Ware? Verkaufst du... Klar, du musst... selbst. Zeig mir deine Ware. Oh, mal wieder eine Wildkarte. Den Mist haben wir jetzt so viel Geld bezahlt. Ja. Oh, jetzt 18.000 Gold, da können wir aber verkaufen. Okay, das freut mich. Wenn er so weitermacht, naja, viel war es ja nicht. Och doch, klar war es viel. Das hätte ich dir vor. Oh Leute, ey, wir haben noch tatsächlich 42.000 Gold, ey. Das ist heftig. La 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 la. Ach, das ist ja noch einer und ist ja das. Nee, das ist Turek, ne? Okay. Ja, Leute, ich würde dann auch mal sagen, dass wir mal noch kurz die Waffe schleifen. Oh, Wenzelschwert. Oh, 90. Wir machen halt alle jetzt. Nein. So. Und dann beenden wir für heute auch mal den Part. Und dann schauen wir morgen weiter, wie wir da irgendwie mal zum Viehhof kommen oder zu dem anderen Hof oder mal Milch und Weizen holen. Das ist ja eine Aufgabe für uns hier. Und was ist hier noch in der Stadt zu tun? Wir brauchen ja nicht mehr viele Punkte. Das ist es ja. Ach so, Moment mal. Wir können Sand... Ach nee, bevor wir das sagen, Marika, machen wir jetzt mal die Aufgaben für Sandfort. Also, bis morgen. Man sieht sich.